Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal und heute haben wir unser erstes cooles Special. Wir haben jemand eingeladen in unser cooles, lustiges Podcast-YouTube-Studio und heute geht es ein bisschen um das Thema alleine sein, nervöser Hund und wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. So, ich bin Steve Keier, Hundetrainer, Experte für Rudelverhalten und ich freue mich, dass du heute hier auf unserem Kanal wieder da bist, weil wir haben, wie eben schon gesagt, ein kleines Special. Wir haben jetzt endlich unseren ersten Kunden hier in unsere neue Location eingeladen und quasi ein kleines Interview geführt und hier geht es ein bisschen um die Thematiken, was waren die Baustellen, wo geht die Reise hin und ja, hört einfach rein in das Interview. Ich freue mich, dass die Uli da war mit der Ella und viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Und heute haben wir eine kleine Special-Folge. Und zwar habe ich nämlich einen Gast. Und zwar einen Coachy-Kunden, der quasi unser Training schon durchlaufen ist und immer noch, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen mit dabei ist und auch heute wieder zu Gast war. Freue ich mich besonders drauf. Ist heute das allererste Mal. Bist du aufgeregt? Richtig, ja. Mal sehen, ob sie sprechen kann. Falls nicht, verzeiht uns das. Es ist für uns das erste Mal. Wir haben ja jetzt unser kleines Studio jetzt quasi eröffnet, in Anführungsstrichen. Wir werden jetzt öfters wen einladen und deswegen freue ich mich, dass du quasi die erste Person heute bist und ja, das wird ganz, ganz spannend. Wir stellen einfach ein paar Fragen, du erzählst mal ein bisschen was, ganz lockere Atmosphäre, keiner guckt uns zu, wir quatschen nur in einem Mikro. So, ich bin Steve Keier, wie gesagt, Hundetrainer und Experte für Rudelverhalten und ich coach mit meinem Team europaweit tatsächlich Mensch-Hundeteams. So, wer bist du? Stell dich mal ganz kurz vor. Also ich bin Uli, bin mit unserer Hündin Ella, französische Bulldogge, zu dir ins Coaching gekommen. Die ist auch dabei, die ist unterm Tisch, keiner sieht es. Oh, sie liegt sogar. Ach, jetzt haben wir sie aufgeregt. Entschuldigung. Ja, wir sind mittlerweile schon ein bisschen über ein halbes Jahr dabei. Und ja, es hat sich schon viel verändert bei uns. Cool. Warum bist du eigentlich zu uns gekommen? Oder wie kam es? Was waren so deine Probleme? Warum hast du im Internet gesucht? Tatsächlich war unser Hauptproblem, dass sie nicht alleine bleibt, beziehungsweise ich sie nicht alleine lassen konnte. Und die Frage, weshalb im Internet gesucht, auch wir sind Kandidaten gewesen, die von dem absoluten Dschungel an Informationen von anderen Hundetrainern auch überhäuft worden. Es hat sich nichts geändert in der Vergangenheit. Wir haben viel ausprobiert und tatsächlich haben deine Videos wirklich viel Neugier erweckt bei mir. Und so kam es jetzt zum Bewerbungsgespräch, wollte ich sagen, Quatsch, zum Bewerbungsgespräch. Genau. Ja. Und Also hattest du nur das Thema alleine sein oder gab es auch noch irgendwie, dass du mehr wissen wolltest oder Kleinigkeiten, irgendwas, wo du gesagt hast, da würde ich ganz gerne was machen oder herausfinden? Also dass man im Internet sucht quasi nach irgendwelchen Informationen. Gab es da noch was? Das war schon das Hauptthema, ja, aber definitiv auch noch Themen wie, dass sie sehr aufgeregt war, nervös war. Dadurch auch viel unaufmerksam, nicht orientiert, viel ihr eigenes Ding gemacht, draußen an der Leine gezogen, bei anderen Hunden auch mal gepöbelt. Ja, bei ihr war halt auch ein bisschen ein Thema die Dynamiken, Reize wie Autos, Fahrradfahrer. Ja, okay. Das waren so unsere größten Themen eigentlich, wo wir voll. Jetzt ist sie da, jetzt will sie mitreden. Guckt sie wahrscheinlich an der Glastür und irgendwer bewegt sich da. Spannend. Genau, also das heißt, du hattest, ich sage jetzt mal, allein sein Thema war jetzt der Hauptkern. Also ja. Ne, das ist ja auch schon ganz schön beeinträchtigend fürs Leben. Aber du hattest natürlich noch Haufen Begleiterscheinungen. Ja. Ja, also genau, dann hast du, wie alt ist sie eigentlich? Ist 5 geworden im Sommer. 5, so. Und dann hast du quasi wie lange gesucht, gemacht, getan? Also was war so der, bevor du zu uns gekommen bist, so der Werdegang? Also an Büchern, Trainern oder was auch immer? Nachgelesen fast rund um die Uhr. Ja, tatsächlich. Und mal wieder versucht, irgendwelche Tipps so rauszuholen. Aber wie gesagt, es hat nie wirklich was gefruchtet. Ja, dann kommen dann die typischen Trainer mit ihre Methode mit dem Deckel drauf. Ne? Aber was das Thema Alleinebleiben anbelangt, war tatsächlich nie einer so direkt wie du. Es hat halt auch immer wirklich das Hintergrundwissen gefehlt, was wir jetzt bei dir gelernt haben. Ja, ja. Also hast du quasi viel gelesen, viele
soziale Medien, so ja, YouTube-Kanäle? Viel YouTube auf jeden Fall. Okay. Genau. Und dann bist du quasi irgendwann auf unseren Kanal gestoßen und hast dann gesagt, okay, irgendwas, ja, was? Was war anders? Dass du gesagt hast, warte mal, das ist ja nicht schlecht. Es ist wirklich einfach deine authentische Art gewesen, tatsächlich. Und bin ich so wie in den Videos? Absolut. Ja, absolut. Und du hast halt auch wirklich immer gesagt in den Videos, du sagst grob was, beziehungsweise einen gewissen Grundstein, sage ich mal, und wirklich Näheres, wenn man näher wissen möchte und wirklich in die Materie richtig reintauchen möchte, dass man dann eben wirklich einfach erstmal so ein Beratungsgespräch macht. Ja. Und das war nachher bei uns, wo wir gesagt haben, das kostet nichts, wir holen uns das jetzt mal an. Die Neugier ist geweckt. Ich fand das alles super interessant, genauso wie Instagram, dann mit deinen Fragen und so weiter. Hatte ich dann auch ein paar Fragen schon mal gestellt, wo dann coole Antworten gekommen sind, wo ich gedacht habe, nee, komm, da muss ich jetzt mal, da könnte vielleicht echt eine Chance noch für uns sein. Ja. Wie habe ich euch quasi im Beratungsgespräch, wart ihr bei mir? Nee, wir haben mit Bruno das. Ich wollte es gerade sagen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe so viele Gespräche. Was war jetzt der springende Punkt, dass ihr euch dafür entschieden habt? Also was war der zündende Faktor, wo du gesagt hast, jawohl, das Abenteuer gehen wir jetzt ein? Bruno hat ja grob gesagt, wie es abläuft. Ich fand einfach auch die ganze Art und Weise super cool, gerade in Corona-Zeiten, wo dann Kontakte teilweise vermieden werden sollten, wo dich nicht treffen durftest und. Hast du halt nicht im Online-Coaching. Also schon haben wir 1:1 Treffen, hatten wir jetzt ja auch, ja. Mhm. Aber du kannst halt dir deinen Rechner anmachen, kannst dir deine Module anschauen, hast da erstmal dein Grundwissen, was du brauchst. Dann tauschen wir uns rund um die Uhr sowohl über WhatsApp und Facebook aus. Dann haben wir die Zoom-Calls. Also allein das war schon ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin halt an keine feste Zeit gebunden. Ja, okay. Sondern kann also diese Flexibilität absolut, halt. Ne? Hm. Absolut. Ja, dann bist du quasi ins Training ja reingekommen. Gehst ja dann im Endeffekt so wie alle einen Faden durch. Wie war das erstmal? Also vielleicht erinnerst du dich noch, ich meine, das ist ja schon ein bisschen lange her, aber wie waren so die ersten Wochen so für dich, so vom Gefühl her? Was passiert da? Ich war am Anfang wie eine Bekloppte. Ich habe den ganzen Tag eigentlich nichts anderes gemacht, als mir die Module anzugucken. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie viel ich aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben wie eine Wilde, hast du aber auch immer gesagt. Macht nur wer schreibt, Notizen, der bleibt. Ganz genau. Habe ich gemacht, mit Edding markiert, rot, grün, alles hervorgehoben. Und es war erstmal ganz, ganz viel Wissen aufsaugen. Ich war ganz aufgeregt am Anfang, bin ich auch jetzt immer noch. In den Zoom-Kurs, ich habe natürlich ganz viel gefragt immer. Ja. Ganz oft war ich ja immer die Erste. Ja, immer. Ach, da bist du wieder. Die ersten Fragen, da sind sie wieder so. Was ist heute wieder Thema? Ja. Und es ist wirklich der erste Teil, so dieses, gerade so das Grund, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, die Basics erstmal. Das ist wirklich erstmal ganz viel Wissen und Umsetzen. Und wie du es auch immer gesagt hast, man braucht einfach eine gewisse Zeit, um das zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht. Ja, weil eigentlich ist es recht simpel, aber es ist halt schwer, tatsächlich zu verstehen. Ja, das ist wohl wahr. Du hast ja vorher schon mal Trainings gehabt, oder? Ja. Genau. Wie hat sich das jetzt so angefühlt? Also jetzt mal unabhängig von den Inhalten, aber einfach so dieser Faden, diese Möglichkeit, mit jemandem immer wieder zu sprechen. Also ist das ein Unterschied zu Einzelstunden, Gruppenkursen? Definitiv. Also man kann sicherlich mit den anderen Trainern, die sonst so hier überall rum sind, kann man sicherlich auch mal Rücksprache halten, aber nicht in dem Umfang, wie man es hier hat. Hm. Ja, und du hast halt hier einfach auch die Fülle der verschiedenen sozialen Medien, wo wir Rücksprache halten können. Ja. Nicht nur über WhatsApp eben, sondern gerade, dass wir uns wirklich 5-mal die Woche austauschen können über verschiedene Themen. Die Zoom-Calls sind Gold wert. Hm. Alles. Dann weißt du auch, sage ich auch immer wieder, gebe ich immer wieder Feedback zu, die Community, die sich entwickelt einfach, dass wir untereinander das ist ja auch so extrem viel passiert. Absolut, ne? Absolut. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also deswegen sage ich auch immer, das ist nicht nur so ein Training, glaube ich. Nein. Also wenn man offen dafür ist, das muss man natürlich sein. Ne? Man muss jetzt Bock haben darauf. Was hat sich so in den ersten Wochen verändert? Ich sage jetzt mal, ich bin ja so, das sage ich auch immer jedem, ich arbeite nie sofort am Problem, sondern wir wollen ja gucken, ob das drumherum auch passend ist. Was hat sich verändert in den ersten Wochen? Das ist tatsächlich in der Vergangenheit immer so gewesen, dass klassisch am Problem dann rum oder am Symptom rumgedoktert wird und nicht an der Ursache. Und
In den ersten Wochen war es tatsächlich erstmal viel umsetzen, was du in den Modulen erklärst, was du uns an Wissen mit an die Hand gibst. Aber auch dadurch hat sich schon viel verändert, dass die Ruhezone, wenn die etabliert ist, dass wirklich der Hund, wenn er viel ruht, dass der Hormonhaushalt runterfährt, dass insgesamt viel, viel mehr Ruhe einkehrt, dass dadurch die Aufmerksamkeit besser ist. Also das hat man schon schnell gemerkt, dass da sich was verändert hat, das auf jeden Fall. Aber gerade so das, was für mich persönlich das Wichtige ist, das Mindset, was überhaupt dahinter steht, wer ich bin, wie du auch immer sagst, das kam tatsächlich ein bisschen später, muss ich sagen. So, und wenn auch du wirklich auch so etwas haben willst, dass du ankommst, dass du verstehst, worum es wirklich geht, dass du wirklich Ergebnisse mal nachhaltig ändern kannst in deinem Leben, geh einfach hier unter dem Video und bewirb dich bei uns unter www.hundetrainer-stevekaye.de. Und dann freue ich mich, wenn auch du vielleicht ein Teil unseres Coachings wirst und vielleicht auch mal so einen coolen Hund kriegst wie der da. Hey, hey und Alice. Sehr gut. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.